Moin Leute, willkommen zum Gameplay von Titan Quest, ja, zurück. Ich hatte eine kleine kurze Pause, weil ich im Krankenhaus war. Ich hatte Bauchkrämpfe, konnte also auch nicht mehr so gut reden. Jo, jetzt können wir weitermachen. Ich bin extremst gehypt. Hallo, Es gibt nämlich neue ich sehe die Beschwörungen Leute auf nach Osten reisen, Items ich sehe sie nach Westen und die gehen und sind noch nie habe ich so extremst viele Monster genial gesehen. gemacht. Also Was kann ich für dich tun? ja, die helfen uns ja viel weiter. Deshalb möchte ich eigentlich ja relativ schnell nach oben kommen. Wir werden das Spiel aber auch genießen und jo. Auf jeden Fall jetzt mal kurz. Bis Ist bald. alles so. Also auf aggressiv stellen. Hier oben noch mal kurz schauen. Ist nur einer, der redet. Ja, wir haben hier alles. Die 18 Ja, wir Könige. waren ja dann ganz zum knapp am Schluss noch endlich ins Dorf gekommen. Ja, und können jetzt hier weitergehen. Ja. Gehen natürlich hier gleich auf mich los. Die Wölfe waren so laut. Okay. Können doch wieder ein bisschen nach oben stellen. So. Ja, ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig nach Path of Exile. Da bin ich so am Suchten, am schnell nach oben kommen. Ja, weil ich ein bisschen Verzögerung hatte. Die Season ohne mich gestartet ist am Anfang. Okay. Es gibt noch ein bisschen Probleme, alles wieder zu checken, dass die, ja, die Loot-Anzeige dann ausgeht. Ja. Okay, aber die Sound sollte eigentlich relativ gut sein. Ich hoffe, man hört etwas. Ja, kann man noch ein bisschen lauter machen. Also die Sounds sind immer noch nicht angepasst. Das ist leider so ein bisschen das Problem. Dass zum Beispiel eben die Wölfe, wenn man sie beschwört, lauter sind. Ja. Aber das Spiel, das hat einen wirklich mega Charme. Ich liebe es einfach. Auch weil es so schnell ist, es ist ein viel schnelleres Kampfsystem als zum Beispiel Path of Exile. Okay, ich habe auch auf schnell gespielt, also spiele auf schnell. Aber ja, es tut halt auch sehr viel abkürzen. Bei Path of Exile habe ich immer so ein bisschen Leerlauf, bis mal wieder etwas droppt oder so. Aber hier, ja, es droppt zwar weniger natürlich, es ist auch ein bisschen andersartiges Action-Rollenspiel. Eher so ein bisschen Taktik-Rollenspiel. Und das gefällt mir halt auch ein bisschen mehr als nur, ja, nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ohne großen Anspruch. Aber es ist manchmal auch ein bisschen nervig, klar. So, jetzt haben wir hier ein paar Höhlen. Die erste ist hier. Dann haben wir bald auch die Nymphe. Wir leveln ja bis zur Nymphe jetzt. Geht noch ein bisschen, aber ja, gut. So. Ah, da geht's noch rund, okay. Ah, diese Chin, die kenne ich noch gut. Ach, diese Nostalgie. Ja, cool. Also mir geht's wirklich sehr gut. Und das ist natürlich auch positiv für dieses Projekt. Das ist ja natürlich eben sehr lange machen und braucht dann natürlich die Motivation dafür. Ja. Ja, es ist ein bisschen blöd jetzt gerade. Aber die Regeneration ist recht schnell. Das ist, nehmen wir die Dots. So. Aber finden tun wir jetzt gerade nicht so viel, hä? Ja gut, wenn wir dann hier vorbei sind, dann gibt es nämlich die chinesische Mauer. Ja, weil wir jetzt im Tibet sind, ja.
Die chinesische Mauer fängt so ein bisschen nördlich von Tibet an, in der Gobi-Wüste. Die gibt es leider nicht hier. Okay, ist jetzt auch nicht so wild, weil wir hatten erst eine Wüste. Ach, so schön hier. Ich bin halt das alles noch gewöhnt an das normale Titan Quest ohne Addon. Und wenn man da wieder zu hinkommt und alles wird schöner und ja, dann ist es halt einfach ein bisschen motivierender noch. Gut. So. Ach ja. Komm. Ein Sternengegner wäre vielleicht mal wieder interessant. Um so ein bisschen zu testen, wie gut wir sind. Na gut. Regenerationsstein hier, wo keine Monster sind. Ein bisschen komisch. Ah ja, genau. Hier unten ist die Quest. Sehr schön. Das noch so gut kenne. Nett, nett. So. Ich hatte gedacht, ich wäre erledigt. Vielen Dank, Freund. Schauen wir mal, wie ich dich belohnen kann. So, isolierte Wappenring, 18.000 Erfahrung. Okay, es ist nicht die Quest. Die Quest ist, glaube ich, hier drin. Oder ist die oben? Ich glaube, die ist sogar oben. Weil das ist jetzt der Weg, der weitergeht, denke ich mal. Weg von ihm. So. Ja, einer hat jetzt ein bisschen viel Leben verloren. Da kann man einfach gar nichts machen. Einfach halt wieder neu beschwören. So. Ich bin gerade so ein bisschen, ja. Von der Stimme her nicht gerade so in der richtigen Stimmlage. Aber ich hoffe, trotzdem. Okay, es ist doch diese Höhle. Gut. So. Jetzt ist wieder ein bisschen besser. Ja, ein bisschen schlechter sogar. Okay, hier ist gar nichts. Okay, es ist noch weiter. Nein, ich kenne das gar nicht mehr so. Aber wieso droppen die Gegner hier in dieser Region so wenig? Okay, sie droppen eigentlich immer so wenig. Man ist halt einfach von anderen Spielen ein bisschen verwöhnt. Sollten sie halt jetzt auch wieder ein bisschen buffen. Keine Ahnung, was sie jetzt gerade so gemacht haben, dass so wenig droppt. Also wieso sie es gemacht haben. Vielleicht um den Fokus auf den fünften Akt zu lenken. Das ist halt ein bisschen komisch. Und sie wollen jetzt auf der Konsole auch Titan Quest machen und haben dafür, es ist eine mega Ankündigung gemacht. Aber Ragnarok ist nicht dabei. Es lohnt sich nichts zu kaufen ohne Addon. Oder vielleicht schon, aber für die, die es wirklich noch nicht haben. Weil Diablo 3 ist schon irgendwie unnötig auf der PS3, PS4. Ja. Aber eben, es ist halt immer diese Markteinschließung, Erschließung eher. Und ja. So. Sehen wir ein bisschen wenig. Ich hoffe, ich verpasse diese Quest nicht, weil ist nirgends, wird sie nicht, ja, sie wird nicht angezeigt. Das ist eben das Problem, aber gut, ja. So, jetzt geht's runter. Ich hoffe, da bleibt der Schnee noch ein bisschen. Wir müssen noch einen Eisriesen besiegen. Da weiß ich auch leider nicht, wo der ist. Okay, ein Crit. Vielleicht hier irgendwo. Ja, das könnte sein. So viele Pen-Clown und so brauche ich, glaube ich, nicht. Aber ich sammle jetzt alle ein und schaue mir dann in Ruhe nach dem Part kurz
ob ich die brauche. Ich will vor allem etwas schneller spielen, damit wir den tollen Content endlich erreichen. Und wenn wir jetzt wirklich Schwierigkeiten haben mit einem Gegner halt zwischen den Parts ein bisschen farmen, da habe ich jetzt auch viel mehr Lust da drauf. Also, das ist jetzt nicht so gut. Wir haben es, glaube ich, verpasst. Aber wo war das? Schwer. Also, schauen wir mal auf der Karte. Da ist irgendwie nichts. Wir sehen auch gar nichts. Wir sehen die Höhlen nicht mehr. Irgendwo haben wir irgendwas vergessen, aber... Tja, ich weiß nicht wo. Oder gibt es nochmal? Ich glaube, es gibt nochmal Eis. Also Schnee. Ich glaube, wir haben alles. Sonst laufe ich ja nochmal durch und schaue, wo die Quest ist. Aber gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. So, sieht sehr schön aus, das Gras. Ja, das ist nicht schlecht. Oh, Dinosaurier. Raptoren. Ja. Cool. Coole neue Gegner. Sowas haben wir in dieser Richtung noch nie gehabt. Ja, gehört halt auch zu Asien. Und wir sind ja jetzt erst in Asien angekommen, also, ja. Schön, dass wir die jetzt sehen. Das sind angenehme Gegner, außer die Magier, also sind so kleine Feuer oder Blitzspucker, irgendwie so etwas. Sogar Eis. Keine Ahnung mehr. Na gut. So, schauen wir mal. Was hier oben ist, hier ist glaube ich eine Quest, die eigentlich recht nett ist. Ja. Die Geister unserer Ahnen haben sich gegen uns gewandt. Sie greifen jeden an. Okay, Geister besiegen. Ja. Ah, hier ist noch ein Händler. Die Neandertaler sind groß, gut. Aber Yetis sind noch größer. Jedis, okay. Oh, sehr gut. Komm, Fremder, wir haben heute ein paar gute Sachen für dich. So viel Stärke auf einer Robe. Für was braucht man das? Okay, recht gut. So gleiches Amulett. Brauchen wir nicht. Ja, gut. So. Kurz mal rüberschauen, ob wir ein neues Pet-Item finden. Lebensentzug, so viel. Cool. In dem Tarwiderstand. Ah, da ist Lebensentzug. Verwundbarkeit, Schwächung. Oh. Mögest du Reichtum erlangen? Jo, wir haben schon Reichtum, also müssen wir nicht mehr haben. Aber eben im Spiel gibt es dann auch Gegenstände, die sehr teuer sind. Halt einfach Händler-Items, die richtig speziell sind. Und wahrscheinlich so Pet-Gegenstände sind auch sehr, sehr teuer. Denke ich mal. War in Diablo 2 schon so teuer. So. Legen den Skillpunkten auf irgendwelche Pets einfach. Skelette oder so. Okay, das sind jetzt Geister. Das ist also nicht so gut. Ja. Wir bringen wieder die Gegner, die Pets natürlich um. Okay, waren alle. Zum guten Glück. Und hier haben wir... Müssen wir nicht irgendwas machen noch? Keine Ahnung. Ja, ist gut. Also. So. Ja, können wir die abgeben.
Was? Die Sockel. Aha, sie sind gestohlen, deshalb. Bist du sicher? Die heiligen Waffen sind gestohlen worden. Was kann das bedeuten? Ja, was kann das bedeuten? Sie nochmal zurück müssen. Aber irgendwo waren da noch Gegner. Nein, sie kommen hier nicht. Ich glaube, gegen nach unten kommen die Gegner irgendwo. Hier mal nicht. Was sind das? Was sind so diese Lampen am Baum? Das ist ein bisschen außergewöhnlich. So, hinter dem Haus können wir nicht hingehen. Da müssen wir wahrscheinlich lesen, wo es hingeht. Na gut. Da. Geheimnis in den Bergen. Shang-Chun-Tempel haben wir noch nicht erreicht. Das ist das, der Shang-Chun-Tempel wahrscheinlich schon. Ein Riesen-Yeti, in der Höhle nach dem Yeti haben wir einen Eingang vergessen. Ja gut, können das jetzt nochmal kurz gehen, holen. Vielleicht hier hinten noch ein bisschen schauen. Nö. Ja, sorry, dass wir jetzt zurücklaufen müssen, aber es geht halt nicht anders. Also geht's doch. Ja, dann müssen wir halt einfach... Na gut. Dann müssen wir halt einfach wieder dorthin. So. Ich traue meinen Ohren nicht. Die heiligen Waffen fehlen im Tempel. Aha, hier. Wenn sie okay, hier müssen wir Neandertaler gefallen sind. Für die Quest. Okay, und jetzt? Also zu den Neandertalern müssen wir. Okay. Ist ja kein Problem. Ja, also rennen wir wieder zu dieser Höhle und holen den Yeti runter. Von oben. Der dicke Yeti. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Man sieht es ja dann auf der Karte. Ich denke, ich habe alles erkundet sonst. Oh, ein Schrein. Da ist die Hölle wieder. Also ein bisschen besser schauen, ob es hier noch runter geht. Nee? Warte mal schauen. Irgendwo muss es doch runtergehen. Ich sehe es jetzt gerade nicht so gut. Vielleicht hier? Nö. Also, ich kenne mich eben nicht aus. Also, wir müssen halt das zusammen rausfinden. Aber es ist ganz nah, hat er gesagt. Wo hat sie noch eine Höhle? Dort irgendwo noch eine Höhle. Zum guten Glück werden die angezeigt, aber es ist schon ein bisschen nervig, wenn wir jetzt gerade die Höhle nicht finden. Ist hier die Höhle? Da haben wir gar nicht richtig geschaut. Nö. Eben, sonst wird sie angezeigt werden. Ja, brauchen wir halt einige kurze Zeit. Also, wir sind hier nach oben gegangen und waren hier unten. Vielleicht hier irgendwo. Es muss doch hier sein. Also sind wir in dieser Höhle falsch gewesen. Wenn du nicht vorbeigekommen. Naja, es ist auch eine kleine Höhle. Na gut, dann ist sie wirklich erst dort. Wieso wird denn das so komisch beschildert? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen hinterfragt. Okay, der Weg ist jetzt nicht mehr so lange. Es lohnt sich vielleicht schon. Vielleicht hier irgendwo durch.
Schade. Ich hätte gerne die Quest gemacht wegen dem Pet Boni und wenn man sie halt nicht findet, dann kann man sie halt nicht machen. Ja. Ich will mir noch ein bisschen irgendwie etwas erkennen. Da unten. Nö. Das ist wahrscheinlich alles gerade nach dem Tempel ein bisschen Berg hoch. Hm. Ich hatte gedacht, es wäre dort bei den zwei Höhlen. Nein. Gut. Ja, ja. So ist es halt, wenn man längere Zeit ein Spiel nicht mehr spielen kann, will. Es ist eigentlich beides bei mir gewesen und einfach zu viele andere Spiele hatte. Ja. Da kennt man sich ja nicht mehr so gut aus. Ist halt einfach auch wieder ein Neuling sozusagen. Beim Spielen. Gut. Ja, ich habe ein extrem langes Gedächtnis. Ich müsste eigentlich das alles noch wissen, aber... Nö. Ja, ja. Bin froh über mein Gedächtnis, weil... ja. Ich kenne genug Menschen, die halt einfach ein bisschen... alles wegschlucken. Das sind echt zäh, obwohl sie nur so klein sind. Hm. Ja. Panzer echten. Ein Kampfschrein ist sehr gut hier. Weil die Mobdichte sehr groß ist. Ja. Geld. Also momentan ist es auch ein bisschen zu leicht. Vielleicht habe ich einfach zu viel Schaden jetzt und zu schnelle Pets. Aber es wird wahrscheinlich direkt dann wieder... aufziehen, also stärker, schwer werden. Ich kenne da ein paar Gegner, die ja nicht so angenehm sind hier. Am zweiten Teil des Akt 3. Okay, hier ist noch ein Fluss. Hm. Ist recht groß das Gebiet, also breit. Okay, hier ist eine Höhle. Hoffentlich ist es die richtige. Ja. Aber wir werden auch die Gegner hier besiegen. Bevor sie uns in den Rücken fallen. Ach komm. Noch mal ein bisschen mehr Schaden. Ja gut, die Pets, sind ein bisschen anfällig gegen Eisschaden, denke ich mal. So. Es ist mein Fehler. Unsere heiligen Waffen. Ich war so ein Narr. Okay. Jetzt haben die brutal. Das ist die Fortsetzung. Jetzt kommt dann gleich einer. Muss neu beschworen werden. Gut. So. Okay. Wunderbar. Gehen wir rein. Ja. Läuft gut mit der Zeit. Also. Ja, ich wollte das ja machen, Part noch. Und haben zum Glück eigentlich gefunden, wo wir eigentlich hin müssen. Weil so ist die Höhle auch gewesen. Ich dachte nur, weil die Höhle auch in diese Richtung geht, es nach Norden. Das ist die vordere wäre gewesen, aber es ist die Höhle. Das sehe ich jetzt schon. Da ist einer. Ist das? Was ist das? Look, Knochenrassler. Okay. Interessant.
Weg war damit. Weg da. Nein, nicht. Gut. Schön, dass ihr das auch zu zweit geschafft habt. Und er ist schon so schnell tot gewesen. Ja, der Burst Damage. Schon heftig. Manchmal, hm? Deshalb brauchen wir auch diesen 100 Leben Buff, glaube ich. Sind es dann 300 in jedem Schwierigkeitsgrad oder ist das eine Höhe? Ich kenne es nur von normal, also viele Leute reden nur vom normalen Schwierigkeitsgrad. Gott. Hey, geht's noch? Ja, deshalb ist der Wolf auch gestorben. Die machen so fetten Schaden innerhalb von Sekunden. Boah. Gut, da geht's runter. Hm. Na? Es geht raus. Geht's hier weiter? Nee. Oh, ein Banditengürtel, cool. Ja, besiegt doch nicht alle. Es ist so langsam, es ist wirklich sehr unbalanciert für die Pets. So, da ist er. Ja, genau. Blöder Eisschaden, ey. Ich muss ihn irgendwie weglocken. Wieso ist das so schnell? Macht ihn endlich tot. Ich hab Angst. Ich hab von einem schnellen Gegner Angst. Gut, wenigstens setzt er nicht mehr diesen Kometenangriff-Ding. Best Servered Colt habe ich in als Erfolg freigespielt in Steam. Gut. Wunderbar. Buch der Träume, ich glaube, das habe ich schon, aber bin mir nicht mehr sicher. Und sonst gibt es hier auch nichts mehr. Ne? Wunderbar. Was genau die Quest, die natürlich ich auch gebraucht habe. Er lebt. Ach, wie gut, wenn er zu mir zurückkehrt. Aber was wir jetzt gerade machen müssen, weil der Ding tot ist, weiß ich nicht. Ob es irgendwo eine Quest dafür gibt. Hallo, wir bereiten uns gerade für den Aufstieg zum Natur. Hat das jetzt mehr, ich hätte das nachschauen sollen. Hat das jetzt wirklich ohne Anzeige gebufft? Ja, wir haben ihn ja besiegt. Na gut. Vielleicht müssen wir wieder zurück. Vielleicht ist er hier oben irgendwo. Okay, hier sind wieder Gegner. Ich hätte gerne jetzt noch die Quest beendet. Aber müssen wir uns im nächsten Part da machen. Hm. Ja, ist wirklich so. Dass es scheinbar kein Questgeber hier gibt. Sondern irgendwo da vorne. Das ist nicht viel weiter hinten gewesen. Gehen wir nochmal kurz zurück und schauen hier nochmal. Für alle, die ja zugeschaut haben, einen herzlichen Dank. Ich bin ja eben einer, der nicht so ja, viele Leute hat und könnte jeden gebrauchen natürlich. Ihr dürft gerne mir ein bisschen behilflich sein, werden natürlich auch belohnt und
weil viele gehen halt nicht so auf die Kommentare ein und können nicht mitspielen, Projekten und so Sachen. Und vor allem bei Minecraft mache ich das natürlich mit der Community. Also Dankeschön fürs Schauen und ja, Kampfschein habe ich da irgendwie nicht genommen. Okay. Haben wir jetzt hier bei diesem Quest-Game? Ja, scheinbar schon. Es ist mein Fehler. Unsere heiligen Waffen. Hä, wieso redet ihr wieder das Gleiche? Jetzt haben die brutalen Neandertaler sie. Es gibt keine Hoffnung. Okay. Also wir können jetzt hier nicht weiter. Haben wir denn auch keinen Brunnen hier? Okay, wenigstens haben wir hier auch noch ein Ding. Oder ist das nicht der Yeti gewesen? Oh, vielleicht ist das gar nicht der Yeti, sondern der Natural gewesen, stimmt. Ja, das ist klar. Hm. Ich habe das einfach so ein bisschen zusammengelegt, scheinbar. Ja. Jetzt haben wir die Yetis. Also in dieser Höhle ist es. Ja, das ist klar. Ist ja auch klar. So. Über die Berge bist du gekommen. Und okay, kein Brunnen. Doch, hier ist der Brunnen. Prima. Also, dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.